Willkommen zu Folge 16 der Lockdown News. Heute spreche ich über die Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag von Hanau, über neue Entwicklungen rund um den Impfstoff und über wirtschaftliche Entwicklungen, die Negativrekorde brechen. Am Wochenende haben Zehntausende an Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag von Hanau teilgenommen und in über 100 Städten haben mehr als 150 Kundgebungen, Demonstrationen, Versammlungen stattgefunden. Dass es mehr Aktionen als Städte gab, das lag unter anderem daran, dass mehrere Kundgebungen oder eben Veranstaltungen in der gleichen Stadt angemeldet worden sind, um die Protestierenden weiter aufs Stadtgebiet zu verteilen und Infektionsschutz besser gewährleisten zu können. In Hanau selbst haben Hunderte an Gedenk- und Protestveranstaltungen teilgenommen. Es gab eine Demonstration um 13 Uhr durch die Innenstadt und eine zweite, die sich an eine Kundgebung angeschlossen hat, um 15 Uhr. Ein Aufzug nach Kesselstadt, wo der Anschlag ja stattgefunden hat, war wohl durch die Polizei untersagt worden. In vielen Städten waren diese Kundgebungen und wo eben möglich die Demonstrationen die größten, die seit langer Zeit stattgefunden haben. So kamen in Frankfurt zum Beispiel 4000 Menschen zusammen, in Berlin waren es auch Tausende an ganz verschiedenen Orten. In Hamburg kamen ebenfalls Tausende zusammen, um ihr Gedenken laut auf die Straße zu tragen. Eine Spontan-Demo, die daraus entstand, wurde von der Polizei mit Pfefferspray unterbunden. Ganz ähnlich ist es in Köln abgelaufen. Dort setzte sich im Anschluss an eine Kundgebung, zu der rund 2000 Menschen kamen, eine Spontandemonstration in Bewegung in Richtung der Kolbstraße. Dort fand nämlich 2004 ein Anschlag des NSU statt. Auch diese Demonstration wurde mit Pfefferspray aufgelöst und im Laufe des Abends kam es zu rassistisch motivierter Polizeigewalt. In Leipzig zum Beispiel kreiste ein Polizeihubschrauber über der Gedenkveranstaltung. Die Forderungen der Angehörigen und Überlebenden wurden in ganz Deutschland erneut bekräftigt, denn ihre Stimmen waren auf fast allen Veranstaltungen zu hören. Sie hatten vorher Audiobotschaften aufgenommen, in denen sie ihre wichtigen Erfahrungen, Forderungen und Beobachtungen geteilt haben. Den Link, um euch diese Botschaften selbst anzuhören, findet ihr in der Beschreibung. Viele Veranstaltungen haben unter dem Motto Gedenken heißt kämpfen oder Erinnern heißt verändern stattgefunden. Und so war die Stimmung auch an vielen Orten andächtig, respektvoll, aber eben auch mutig und kämpferisch. Jetzt zu den neuen Entwicklungen bei der Impfstoffverteilung. Die globale Ungerechtigkeit und ihre drastischen Folgen zeichnen sich nämlich jetzt immer mehr ab. Weltweit haben 130 Länder noch keine einzige Dosis des Impfstoffs erhalten. Nur 10 Länder der Erde besitzen allein 75% des Impfstoffs. Antonio Guterres, der Generalsekretär der UN, schlägt deswegen einen globalen Impfplan vor. Wenn es nach ihm geht, dann sollten WissenschaftlerInnen, Pharmakonzerne und GeldgeberInnen gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie es am effizientesten gelingt, die gesamte Weltbevölkerung zu impfen. Das ist nicht nur Menschenfreundlichkeit, denn solange Teile der Weltbevölkerung noch nicht geimpft sind, besteht für die gesamte Weltbevölkerung weiterhin ein Risiko, zum Beispiel durch neue Mutationen, für die die bisherigen Impfstoffe eben nicht wirken. Aktuelle Hochrechnungen des Duke Global Health Innovation Center sagen vorher, dass es bis 2023 oder sogar 2024 nicht genügend Impfstoff geben wird, um weltweit ausreichend Immunität herzustellen. Die WHO verweist angesichts dessen auf ihr Programm COVAX. Das soll weltweit gerechte Impfstoffverteilung gewährleisten. COVAX bietet 92 Staaten finanzielle Unterstützung bei der Bestellung von Impfstoffen bei bestimmten HerstellerInnen. Dann können diese Staaten die Gelder bei der Stiftung beantragen. Und über die ärmeren Länder fließen die Gelder dann an die Pharmakonzerne zurück. Für die Staaten, die sich an der Finanzierung des Programms beteiligen, ist es eine bedeutsame Möglichkeit, ihren eigenen Machtradius auszubauen. Eine andere Schlagzeile prangerte auf anderer Ebene die Profitwirtschaft mit den Impfserien an. Tagesschau.de berichtet, dass BioNTech am Anfang 54,08 € pro Impfdosis verlangt hatte. An der Stelle möchte ich Wolf-Dieter Ludwig zitieren, der ist Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Ich sehe darin ein Profitstreben, das in der jetzigen Situation der Pandemie in keiner Weise gerechtfertigt ist. Seiner Meinung nach hätten die Interessen der Aktionäre weniger Bedeutung als die Interessen der Bevölkerung, die von dieser Pandemie befreit werden wollen. Dass BioNTech/Pfizer am Anfang so hohe Preise für die Impfserien verlangen wollte, das ist deswegen besonders empörend, weil die gesamte Entwicklung des Impfstoffs eigentlich staatlich subventioniert wurde. Im letzten September gab die Bundesregierung bekannt, dass der Impfstoffhersteller 375 Millionen Euro aus einem Sonderprogramm erhalten hatte. Dies dürfte schon einen Großteil der Entwicklungskosten gedeckt haben, die das Wirtschaftsmagazin Capital im Mai auf 500 Millionen Euro schätzte. Jetzt zur Wirtschaftskrise, denn wir erleben ja nicht nur eine Pandemie, sondern eben auch eine Wirtschaftskrise und die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen, die brechen Negativrekorde.
Die Verschuldung aller Staaten, Unternehmen und Privathaushalte ist Ende 2020 auf das 3,5-fache der gesamten Weltwirtschaftsleistung gestiegen. Damit hat die Weltverschuldung im vergangenen Jahr einen neuen Rekordstand erreicht und nach Informationen des Wirtschaftsmedienportals Bloomberg belaufen sich die Schulden auf 281 Billionen Dollar. Das sind 12 Nullen. Und das sind 355% des Weltbruttoinlandsprodukts. Das beschreibt, was alle Waren und Dienstleistungen, die auf der ganzen Welt im vergangenen Jahr produziert wurden, wert sind. Und die Verschuldung ist dann eben 3,5-mal so hoch. Die Schulden sind im vergangenen Jahr um rund 24 Billionen Dollar gestiegen und damit nicht genug. ÖkonomInnen schätzen, dass die Ausweitung der Kredite auch im Jahr 2021 anhält. Denn Privathaushalte, Unternehmen und auch Staaten hätten kaum eine andere Wahl, als sich weiterhin Geld zu leihen, so der Nachhaltigkeitsforscher Emre Tiftik und Ökonom Khadija Mahmoud. Wenn euch das Format gefällt, dann unterstützt es gerne, indem ihr diesen Beitrag teilt. Oder wenn ihr das gesamte Projekt Perspektive Online unterstützen wollt, dann macht es mit einer finanziellen Spende oder indem ihr selbst als Korrespondent inaktiv werdet. Die Links findet ihr in der Beschreibung.